Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf dem Channel. Ich habe was gefunden, mal wieder nach einiger Zeit, was wahrscheinlich ganz interessant werden sein könnte. Und man sieht es natürlich wahrscheinlich schon in der Überschrift. Es ist ein Butt-Switcher. Das heißt, sowas wie ein Block-Updater. Dieser Pisten hier reagiert auf einen Block, den ich jetzt zum Beispiel hier hinsetze. Das Ganze könnte man natürlich wahrscheinlich noch kompakter bauen, aber ich habe das jetzt so gefunden. Und ich fand das ganz schön interessant und man könnte hiermit, wenn man nur einen Block setzt, könnte man natürlich auch Geheimgänge oder sowas bauen, wenn man hier sein Ausgangssignal hat oder sowas, wo man einen Block hinsetzen muss. Und wenn das zum Beispiel eine Tür wäre, dass die Tür dann einfach aufgeht, einfach aus dem Nichts. Also, schon krass. Ich zeige natürlich, wie das Ganze aufgebaut wird. Das hier müsst ihr nicht beachten, die 3, 4, 5 Sachen. Was ist hier eigentlich drin? Nix. Das ist schon für die nächste Snapshot-Folge. Und ich würde sagen, wir bauen das Ganze auf. Wir sehen es natürlich jetzt hier und wir können es hier nochmal aufbauen. Ich habe natürlich jetzt schon hier leichte... Ja, ich muss eine neue Welt anfangen. Das fängt hier langsam an schwierig zu ruckeln hier mit den Gebäuden. So, wir fangen jetzt ganz einfach an mit einem Block hier. Also hier einfach ein Block, das ist der hier unten und darauf legen wir ein Redstone-Signal. Dann machen wir einen Block hier oben, darauf machen wir eine Fackel. So, und darauf kommt dann oben ein an die Fackel ran, der ausgefahren ist natürlich, und dann kommt mit 2 Blöcken Abstand kommt der nächste Block, also am besten so mit dem nächsten Pisten, und hier kommen jetzt 2 Redstone Blöcke dran. An den 2 Redstone Blöcken brauchen wir natürlich eine Truhe mit irgendwas drin. Das muss das einfachste sein, das ist eigentlich egal, eine Sache vielleicht. Dann ein Block und dann einen Comparator. Ne, hier. Der dann das Signal abgibt. Jetzt ist es momentan aktiviert. Und zunächst dann, also dann brauchen wir jetzt hier noch einen Pisten. Und ich glaube, dann war es das auch. Oder kommt da noch mehr? Nee, das war's. Dann haben wir das. Jetzt können wir hier natürlich unser Ausgangssignal machen. Das jetzt an ist, können es aber ausmachen. Und schon nochmal ein Butt-Switcher. Das ist. Die Blöcke verschwinden leicht, aber wir haben Butt-Switcher. Wow! Also, ich wusste bisher noch nicht, dass es sowas gäbe. Ich habe das nur auf Zufall auf YouTube gefunden von einem Amerikaner, der das gezeigt hat. Es gibt bestimmt auch schon Deutsche, die das gezeigt haben. Also, ich bin da höchstwahrscheinlich der Erste. Der hat das in der Version 1.5.2 getestet oder vorgestellt, und ich teste es jetzt gerade in 1.8. Ist natürlich schon was Neues, muss man schon sagen, aber dass es immer noch funktioniert, hätte ich nicht gedacht, ne? So, ja, das war's auch schon. Ich wollte es auch nicht in die Länge ziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.